Judith Dummermuth, ihr seid Heilsarmee-Offizierin und Vertreterin der Evangelischen Allianz hier in Adelboden. Das tragische Unglück, wie habt ihr von dem erfahren? Also ich kann ganz praktisch erzählen, mitten im Leben hinein. Wir sind als Heilsarmee Adelboden sind wir wie ganz ein Haufen Leute hier im Dorf mitten mit dem Weltcup beschäftigt gewesen. Wir haben eine Gebetsarbeit aufgeleistet, wo der Weltcup mitträgt im Gebet für die Besucher, für die Organisatoren, für Schutz, wo so viel passieren kann, das Thema Alkohol etc. Gleichzeitig haben wir in unseren Jugendräumen sind wir die erweiterte Sanitätsstelle für das Boden, also im Boden für die Sanitätsstelle, und wir waren das am Vorbereiten gewesen. Und mitten in das hinein kommt eine junge Mitarbeiterin, die bei uns in der Heilsarmee aktiv ist, und sagt: Du, jetzt, Judith, ich muss dir etwas ganz Schlimmes sagen, ich habe jetzt gerade Nachricht bekommen. Ja, junge Leute vor IG sind gestorben. Und das ist wie so ein Stein, der ins Wasser fällt, und das zieht Kreise, und irgendwo werden dann wie Sekunde für Sekunde oder Bruchteil von Sekunden langsam bewusst wird, was das bedeutet oder könnte bedeuten. Das ist ein Schock. Ihr habt dann gestern Abend Vertreterinnen von der Evangelischen Allianz zusammentrommeln bei euch im Heilsarmee-Gebäude. Was habt ihr dort gemacht? Also ich muss vielleicht ganz ehrlich sagen, wie das gegangen ist. Dann erzählt doch uns das genau. Und zwar vielleicht anfangen, was nach der Nachrichtenüberbringung von dieser jungen Frau in meinem Leben gegangen ist. Sie war im Vorbereitungsteam von der Jugendgruppe, die im FMG aussen im Ausserenschwand einen Jugendabend einen Weg vorbereitet hätten. Und wir haben wie gemerkt, wir müssen diesen Jungen beistehen. Und haben eigentlich ad hoc einen Abend gestaltet vor Trauer, wo der Schock ankommen konnte. Wir haben eben die Symbolhandlungen, die man nachher in der Zeitung können lesen konnte, von diesem Tränenkrug. Das Kreuz mit dem Licht von Jesus Christus im Zentrum, das haben wir dann mit den Jungen gemacht, haben ihnen Raum gegeben zum Sein, zum Fragen stellen, zum Beten, für Seelsorge, Gemeinschaft zu erleben. Man konnte essen und trinken, aber man konnte einfach zusammen sein. Und am Sonntag am Morgen haben wir das bei uns ihr Heilsarmee einfach auch geteilt. Und das hat irgendein Journalist, also nicht irgendeine Journalistin, hat das mitbekommen und hat gesagt, sie möchte gerne da ein Bild haben davon, ob wir als Heilsarmee-Offizier herstehen würden. Und dann war für mich so klar gewesen, ich stand schon her, ich stand ein für meinen Glauben, für unseren Glauben, aber wir stehen da nicht als Heilsarmee. Es geht nicht um uns als Heilsarmee, sondern es geht um uns als Christen, die gemeinsam als betroffene Bevölkerung einstehen wollen. Und so haben wir dann gesagt, für das Foto, da müssen wir alle aufs Bild haben, weil wir gemeinsam unterwegs sind, im täglichen Leben normal und jetzt umso mehr in dieser Krise, in dieser Not. Ihr habt es vorhin, finde ich noch schön, gesagt, da innen, hier in Adelboden, wo fast jeder kennt, jedes Kind, jedes Erwachsene, jedes Grosse, ist irgendwie betroffen. Wie habt ihr das gemeint? Ja, also ich denke, das kann ich jetzt als Mutter sagen von meinen Kindern. Das beschäftigt sie. Und auch heute Morgen, wir tragen das als Dorfgemeinschaft. Heute Morgen war das in der Schulklasse von meinen Kindern ein Thema gewesen, und man hat diesen jungen Menschen gedacht. Und Kinder kommen einen Ort über, wo man eben trauern kann, wo man reden darüber. Wir brauchen die Gemeinschaft vom Dorf. Und ich denke auch, wir als Christen, wir wollen da wirklich praktisch tätig, unterstützend sein. Und auch gesagt, als Allianz, darum haben wir auch Ja gesagt für das Interview. Wir wollen proaktiv sagen, was wir machen, was wir glauben, wer wir sind. Wir haben nichts zu verstecken. Findet immer in dieser dritten Kalenderwoche des Jahres noch die Allianz-Gebetswoche statt. Ist jetzt das vielleicht gerade, wie soll ich sagen, ein glücklicher Zufall, dass man in dieser Woche vielleicht noch besonders betet zusammen und eben vielleicht auch das kann thematisieren und trauern kann? Also für uns gibt es in dem Sinne kein Zufall, für uns gibt es nur Zugefallen. Also in dem Sinne, wir glauben, dass Gott die Fäden in der Hand hat, auch über diese Fragen, die wir nicht verstehen. Also wir haben ganz viele Fragen auch, wir sind genauso traurig. Aber für uns ist es wie ein Zeichen, dass wie Gefäße die Formen schon parat sind, die wir jetzt nutzen können, um eben auch dieser Trauer, dieser Anteilnahme, dieser Solidarität Ausdruck zu geben. Und es ist Hoffnung für die Schweiz, ist das Thema. Und genau die wollen wir raustragen in die Schweiz. Darum stand ich auch da, darum geben wir Antworten der Presse, wie wir die Hoffnung raustragen wollen, trotz im Spannungsfeld von dieser Trauer und von dieser Not.
Morgen am Abend findet der erste Gebetsabend statt von dieser Allianz-Gebetswoche. Und das Thema ist die Realität ins Auge schauen. Habe ich einfach im Internet gesehen. Irgendwie noch so, denkt man, wenn man jetzt noch an den tragischen Unfall denkt man, das ist jetzt im Moment eher eine traurige Realität. Aber ihr wollt ihr probieren, eben ins Positive umzumünzen. Oder ihr werdet sicher auf das eingehen, oder? Ja, wir werden ganz sicher auf das eingehen. Und es ist unglaublich, ich stand da mitten aus dem Leben. Also wir hatten wirklich keine Zeit, uns für das vorzubereiten. Und wie genau dass wir das werden machen, das machen die Leute, die für das verantwortlich sind. Aber ja, wir wollen uns dieser Realität stellen. Es ist eine Realität, obwohl man, eben, wenn man so im Trauerprozess drin ist, immer am Anfang noch so hofft, es käme jemand und sage, ja, man hätte nur geträumt. Und das langsam, das Realwerden, da sind wir mit drin. Aber ja, wir wollen die Hoffnung, die wir haben, dass das Leben über dem, was wir sehen, da auf Erde gibt, die nehmen wir voll mit. Und an der heben wir uns fest.